Genauso ins Gehirn mit denen, so wie mit den Sennheiser letztens. Das ist doch schön. Hey Smith, was läuft? Moin. Willkommen bei Keep Racing. Oh, okay, schade. Ich habe jetzt einmal versucht. Ich habe bis jetzt das gar nicht so wirklich mehr ernst genommen, das Ganze, was ich hier mache. Ich habe jetzt versucht, einmal eine Serious-Runde zu fahren. Einfach so, mal versuchen zu tryharden, eine Runde. Und dann vergesse ich den Verlauf. Tja. Ich bin eben zweimal hintereinander an derselben Stelle rausgefallen. Fährst quasi die Strecke einmal rum, fliegst raus, fährst du wieder einmal rum, an derselben Stelle wieder raus und gleich ein Fehler nochmal. Ja, weil vor der Schikane da, oder wo es so links runter geht, oder? Ja. Genau, das war aus. Das ist auch mein Ding. Also bei GT3 geht es wirklich mit dem Schalten. Und den Kopfhörer Delay. Formel 1 kannst du vergessen. Da musst du ja tick schalten. Hier ist egal, weil GT3. Schlechter geworden die Tage, gell, bei mir mit dem Ganzen. Hast du gemerkt, oder? Im Husten und so? Ja, so ein bisschen. Was ich versuch's ja eigentlich noch? Ja, es tut aber arsch weh. Ich versuch's halt ein bisschen auch zu unterdrücken, wenn ich hier fahre. Extra nochmal Bomben drin, das lange hält. Schön befeuchtet. Verrückter da vorne. Kannst du nicht vorstellen, der Typ? Naja, du bist doch derjenige, der hier mal um mir reinfährt. Vor dir fürchtet man sich. Ich bin gefürchtet, sagst du, gefällt mir. Ich habe keine Chance auf der Geraden hier. Ich muss die Kurve eng nehmen, ich muss links hin, verdammt. Wie fährst du denn? Dann fahr ich mal links hier. Geht so, Schmilf? Was treibst du noch Schönes? Was führt dich in der Nacht hierher? Ist ja wild. Hatte nicht mit ihnen gerechnet, bin dann positiv überrascht.
die Strecke schaut echt schön aus. Auch im Hintergrund die Häuser und die Wälder. Geht, könnte ein bisschen schärfer sein. Hm? Das ist in Ordnung. Das ist genau richtig. Das Panorama best. Nachteil ist an diesem Kopfhörer, weil es mit Delay ist, ich kann mich nicht so auf den Sound verlassen vom Auto, weil wenn irgendwas passiert, ist es halt zu spät. Ich brauche halt Instant-Rückmeldung. Sonst alles klar, Smith? Wie war dein Tag? Oder hat unser Gespräch nie angefangen? Nach Moinsen aufgehört? Ich kann dich doch dauernd nicht überrunden, oder? Du bist doch ein paar Mal in der Box gewesen, oder? Aber ich kann doch nicht wieder bei dir sein. Oder? Ja, war ja auch nicht viele Runden hier. Ist halt nicht so ein Kinder-BMW. Die kann ja jeder fahren. Finde ich gut. Deswegen mach ich's ja, weißt du? Bin immer so ein bisschen noch verspielt. Sagen, echt gut gelungen, die Strecke so. Einfach Körbberg steigen.
du mitbekommen? Ich habe ja vorhin News geschaut, dass der Alonso zu Aston Martin geht, den Vettel ersetzt. Okay. Den habe ich nicht mitbekommen. Ist ja stark, muss ich mal sagen, Aston Martin bekommt einen starken Nachfolger von Vettel. Der Alonso ist halt schon ein super Fahrer, war immer. Also ich bin ja nie wirklich mehr so Fan von einem direkten Fahrer gewesen, aber der Alonso habe ich immer als einer der besten Fahrer überhaupt im Feld gesehen. Und ja, er weiß ja selber, dass er halt nicht vorne mitfahren wird, klar. Also es ist quasi dann auch da sein Ende, schätze ich mal. Weil die können ja nicht so viel verändern. Also für ihn selbst, vielleicht hat er wieder Bock auf noch ein neues Abenteuer, weil bei Alpine, wo er jetzt ist, ist es ja so, dass er auch das ganze Team aufbauen muss wieder. Bei Aston Martin ja auch, aber vielleicht hat er Bock auf was Neues. Die haben viel gezahlt, weil der hat ja viel Geld, der Typ, der Stroll, der Vater. Und da dachte sich, wenn ich sowieso nicht mitfahren kann, vorne, egal, nehme ich noch ein bisschen was mit. Oder? Spaß am Fahren, denke ich. Klar, der Spaß, aber er hat so viel Pech gehabt, dass er sich dann gedacht hat, okay, jetzt vielleicht fängt er nochmal lieber woanders an. Aber das Problem ist, so ein Team aufzubauen, dort mehrere Jahre, und er ist auch schon 41, und ich schätze mal, dass es so ist. Er wird das Team aufbauen, dann wird es vielleicht irgendwann erfolgreich, und dann wird der danach kommt, die Früchte ernten. Was ja auch okay ist. Oh, ich mag den Alonso eigentlich auch. Der ist super. Der ist so, der ist ein skilled Fahrer, sag ich dir. So, kann man da nicht gerade übers Curb durch vielleicht, dass man das anders nimmt? Nee, der kann auch das Team ein bisschen nach vorne bringen. Das Scheiße. Ich glaube, ich kann ja ganz gut. Ah, ich habe gezahlt. Wenn er so eine beleidigte Leberwurst im Team hat, die noch vorne mitfahren will, dann hilft das auch nicht. Ja, $704 gezahlt, weil es bei mir nicht instant ist. Schade. Nee, das scheint Bock zu haben, denen zu helfen. So klingt das. Ja, der Bock auf ein Abenteuer. Dem ist ja bewusst, dass er nicht vorne mitfährt, so wie du gerade sagtest. Ja, das ist ihm egal. Das ist ja ganz okay. Wow. Und dann sieht man den weiter, finde ich gut. Fällt mir. Er wollte ja bei Alpine bleiben. Er hat ja ein paar Tage zuvor gesagt, er ist halt Alpine treu und bleibt bei denen, aber damals hat ja der Vettel noch nicht gesagt, dass er aufhört. So, noch ein bisschen leiser gemacht. Noch ein neues Abenteuer oder was? Was haben wir denn jetzt hier? 104 Runden. Ich glaube, 104 Runden reichen. Mit dem Auto zumindest. Auch schon einiges. Wow. 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 So. Das passt. Einmal, zweimal. Zack. Schließen hier. Okay, dann weiter geht's. Was nehmen wir denn jetzt hier? Du hast den Ford. Ich seh echt nicht, dass jemand den fährt. Verstehe ich nicht. Wieso sehe ich das nicht? Gex GT Server. Refresh. Ich sehe von außen nicht, dass du den fährst. Wo ist denn der? AMG. Wie heißt der überhaupt? Normalerweise ist entweder der nicht frei oder es ist eins von zwei. Check it.
Das ist ja der Fort eigentlich. Da steht nur 1 von 1. Ich tu mal Join. Verstehe ich irgendwie nicht. Cannot connect to remote server crashed. Ja, siehst du, es ist irgendwie. Ich, ja, ist er? Ich wusste doch, du, da ist, der ist in Benutzung von dir. Und das zeigt er mir hier nicht an. Also zeigt an, dass einer fährt, dann kannst du nicht nochmal mit ihm fahren. Ah. Das ist ein Buggy, der Wagen. Mich hat den Aston Martin. Sonst wäre ich auch mit dem gleichen gefahren. So. Jo. Aber ich mache für heute Schluss, weil ich möchte mir noch was zu essen backen. Achso, du bist fertig? Okay, okay. Ja. Ich war schon wieder müde. Ich habe ja auch nicht so viel geschlafen. Same, same. Ich muss unbedingt mal wieder ein bisschen früher pennen, ein bisschen noch was essen. Ja, hast du, okay. Aber heute mal nur chillig gefahren. Ja, mal gucken, wie lange ich dann mache. Ist auch schon spät, ich war ja auch nicht fit, ich hätte eigentlich noch weiter schlafen wollen, aber ich dachte mir, vielleicht können wir noch ein, zwei Runden mit Technik oder so fahren. Dann habe ich mir zu viel Zeit gelassen mit Essen, mit allem, mit Videoschauen. War schon zu spät. Ist auch gerade ins Bett gegangen, als ich dann eigentlich losfahren wollte. Mal versuchen, ein bisschen deine Zeit an Techni anzupassen, so, wenn er mal Zeit hat. So. Ich weiß ja nicht, der hat ja, glaube ich, abends, Nachmittagszeit. Habe ich immer gemacht. Das ist der erste Tag, der, wo es nicht war, in den letzten, seitdem wir racen eigentlich, in den letzten Wochen. Ist immer so gewesen. Ja. Versuchst heute mal ein bisschen früher Schluss zu machen, dann klappt das wieder die Tage. Ich bin halt am Tag unterwegs. Ich kann das nicht am Tag nicht schlafen, ich kann jetzt in der Nacht nicht schlafen. Deswegen, also ich kann entweder schlafen, wenn ich zurückkomme. Oder also ich schlafe. Heute bist du unterwegs, ah ja. Ja, ja, ich muss ja doch einiges. Ich weiß nicht, vielleicht reicht manches auch durchs Telefon, da muss trotzdem noch aufwach sein. Und morgen habe ich fest Termin. Wo ich da sein muss. Geht vor. Und deswegen weiß ich ja nicht genau. Mal gucken. Machst du noch Pizza oder was? Dann weiß ich noch nicht genau, das überlege ich mir. Not sure. Jetzt habe ich hier gar nicht im Chat mehr an. Bisschen dumpf hier. Also die M-Power, die ich dir geschickt habe, sind andere. Ich glaube, das da sind eher die. Genau, das ist eine andere Version, die du auf Amazon aufgemacht hast. Also die sind nicht identisch. Das, der Winkel von den Ohrlaschen ist ein bisschen anders. Ich persönlich empfinde die auf Amazon als unangenehmer zum Tragen, weil die nicht so gut im Ohr sitzen bleiben. Weil das Plastik auch so komisch ist, so gerade, gell, nicht so mit Winkel. Ich würde sie gerne mal testen. Mal schauen, wie sie sind. Was kostet denn die M-Power? Dasselbe, glaube ich. So, Pi mal Daumen. 20? Echt? Nee, 25. Okay. Dann echt? Das geht ja wirklich. Okay, das ist ja bezahlbar. Ja, die haben auch bei Amazon schon den Preis gekostet. Im Prinzip kosten dasselbe wie die. Aber was für ein... Kann sein, dass das die ungelabelte Version vom M-Pow... Wie heißen sie denn?
MPOW-S oder so sind. Oder es sind die Standard. Weiß ich nicht genau. Es gibt von MPOW drei verschiedene. Kann sein, dass das die Standard oder die S-Version ist. Die S-Version wäre die zwar vom Klang die beste, aber die haben halt nicht diesen, also die sind nicht ganz so tragekomfortmäßig aufgestellt, aber ja, kann man sich auch dran gewöhnen, ist jetzt auch kein Beinbruch. Wo könnte ich dir denn deine denn holen? Ich werde erstmal die testen, wenn die dann nicht gut sind. Habe ich dir schon geschickt über Discord. So, du hast mir MPOW geschickt, ja. Da direkt bei denen gibt es keinen Händler direkt irgendwo. Thomann oder irgendwas oder Amazon geht ja nicht. Hab ich dann schon. Weißt du? Die anderen Sachen habe ich ja bei eBay geholt, die anderen MPOW-Dinge. Möglicherweise gibt es die da auch. Musst mal gucken. Ich denke, das sind quasi dieselben. Das ist eine von den drei. MPOW ist wahrscheinlich einfach nur die Firma und die haben das einfach abgegeben, denke ich mal. Dass die das nicht mehr selber machen müssen. Klar, aber halt nicht die Version, hast du gesagt, oder? Aber es sah krass, 16 Stunden fand ich halt mächtig. Deswegen, das ist das, was mich halt so. Wenn sie noch einigermaßen nicht so viel Verzögerung haben. Kann man sie, glaube ich, tragen. Und wenn man sie länger. Alles mitmachen, nur nicht spielen, ne? Naja, ich tue jetzt auch mit Bluetooth spielen gerade. Okay. Weil die jetzigen okay sind, muss ich sagen. Also ich sehe schon einen Unterschied, wenn ich irgendwelche Serien in der Badewanne oder so gucke, dann sehe ich schon so, dass die Lippen nicht ganz synchron sind. Ja, ich sehe so jeden Tag, ich sehe nur so YouTube-Videos. Mit mindestens eine Sekunde Delay. Ich kenne das nur noch so. Es ist Katastrophe. Aber was willst du machen? Ich muss mich ja viel hier bewegen und hin und her gehen. Ich lebe ja hier quasi, weißt du? Da kann man nicht immer am Kabel gebunden sein. Und wenn ich halt ein YouTube-Video laufen lasse, dann versuche ich halt irgendwelche Sachen noch zu erledigen, die ich halt sonst nicht erledigen kann. So, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas im Bad, irgendwas sortieren, Wäsche hier, da, irgendwas machen, weißt du? Es ist halt. Ich kann halt nur dann das machen. Wenn ich jetzt hier fahre, kann ich schlecht irgendwie gehen, was zusammenräumen. No, so langsam komme ich davon weg. Ich merke immer öfter, wie ich wieder Kopfhörer abnehme, so, weil ich Ruhe brauche. So. Ich höre eigentlich auch kaum noch Musik. Vielleicht einmal im Monat oder sowas. Außer jetzt mal vom Sport abgesehen. So. Das ist Ausnahme, aber sonst höre ich kaum noch Musik eigentlich. Ich habe auch schon weniger was im Hintergrund laufen. So im Moment. Ja, ich habe jetzt auch gar nichts mehr laufen. Viel mehr. Ja. Ich habe zeitweise immer irgendwas gebraucht. Oh, geleckt. Immer irgendwas gebraucht zum Hören. Also was irgendwas gelaufen ist, Serie oder so eigentlich. Beim Essen mache ich das immer noch so. Aber ich glaube, das ist fast normal heutzutage. Ich kenne ganz viele so, die müssen sich vorm Fernseher setzen und was essen. Ja, muss ich auch. Das gehört fast zusammen. Und es muss was Entspanntes sein, nicht irgendein Scheiß. Es schmeckt. Es ist riesiges Essen auch nicht so. Ich weiß nicht, ich bin da sehr, sehr wählerisch, wenn es das angeht. Wenn ich mir irgendein dummes Video anschauen muss, habe ich auch keinen Bock aufs Essen. Oder andersrum. Wenn ich das Essen esse, habe ich keinen Bock auf so dumme Videos. Oder ganz, ganz dumme Videos, wo ich nicht so aufpassen muss. Aber eigentlich passt Monty in jede Lebenslage. Zum Einschlafen, zum Essen. Manchmal spannend, manchmal langweilig. Ja, ich gucke meistens Global Fundries und sowas da. Ne, wie heißen sie? Digital Foundry, DFI. Ja, genau. Sowas gucke ich zum Einschlafen. Na gut, ich bin mal raus. Dann bis morgen. Bist du morgen nochmal da zu fahren, wenn du Bock hast? Oder ja, kannst du mir nicht sicher sagen? Dass ich früher Schluss mache. Mal gucken. Also, nach Winters bin ich bestimmt nochmal da, denke ich. Okay. Ich verspreche nicht. Ach, musst du doch gar nicht. Alles klar.
räumig okay, und dann ess was, lass dir schmecken. Mahlzeit. Jo, viel Spaß noch. Danke, tschüss. Ich weiß nicht genau, ich werde noch ein paar Runden, dann gucken wir mal. Vielleicht schaue ich auch irgendwelche okay. Sachen. Bis dann, danke, tschüss. Aber der tanzende Bär. Genau, Monka Stier ist auf jeden Fall eines der besten Sachen, die ich jemals gesehen habe. In den Emotes. Es gibt hier dann noch eins. Monka Stier ist geil. Ich glaube, ich brauche doch wieder normale Kopfhörer, weil das Delay ist einfach zu lang wegen dem Schalten hier. Ich muss manchmal wirklich reagieren, wenn das Auto was macht, rutscht. Wenn ich schalte, ich schaue nicht immer auf dieses Ding. Schau mal auf die Straße immer und dann muss ich halt irgendwie reagieren. Wenn ich da eine Sekunde Delay habe, ist das tödlich. Scheiße. So doof stehen geblieben. Gebissen gerade oder was? Zwickt der Bremsfuß. Immer nicht, wie es genau machen, so in den beiden Kurven da. Wow. Last lap time was at 142.
Und zwar sagst du, dass der Delay immer länger wird, je länger die an sind. Muss vielleicht manchmal der erste oder der zweite sehr langsam, was das Anfahren angeht. Sehr, sehr geil mit dem Bluetooth, aber es muss halt perfekt synchron sein. Das geht nicht bei Autos. Von daher, die ganz normalen Kopfhörer wieder. Was ist denn da? Aber gerade geil, gefühlt so ein bisschen mitten im Auto drin. Richtig klar der Sound. Ist natürlich besser, also schon, schon geht, ich müsste jetzt sogar bei dem lauter machen. Viel besser Sound jetzt auch nicht. Krass, Unterschied ist nicht so krass. Wenn ich von einem Bluetooth-Kopfhörer nochmal zu einem anderen gehe, oder also zu den Kabelkopfhörer, höre ich immens Unterschied. Ist jetzt nicht so viel Unterschied jetzt. Kann man die Welt verändern. Ins Positive und ins Negative. Also kann man da nicht so irgendwie anders drüber, dass man die Kurve schneller annimmt. Klar, Gino macht das schon.
noch das Lutschbewohner drin, das hält über eine Stunde. Befeuchtet aber enorm den Rachen. Den kann man so ähnlich fahren wie mit dem GT1 bei aus AMS 2. Habe ich jetzt richtig gemerkt. Nur ein bisschen biestiger. Und aufpassen mit den Bremsen hier. Geil. Wie krass, Mann. Wie geil ist es hier mit dem? Ja, ja. Ist mir egal, es ist einfach Action jetzt hier. Ist nice. Kann man so ein bisschen anders fahren. Bisschen abenteuerreicher mit dem als mit dem anderen. Bisschen dreckiger. Also natürlich hat das Ding kein ABS. Ist wilder. Ich glaube, jetzt bin ich jetzt angekommen, was es angeht bei dem Spiel. Jetzt fühlt sich so ein bisschen wie AMS 2 an. Das war am Anfang ein super tolles Gefühl. Eine Runde noch? Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll, muss ich ehrlich sagen. Ich fahre jetzt ein bisschen. Das ist ja okay, aber so ein bisschen quatschen nebenbei wäre ganz nice, aber ich habe halt niemand. 4:44 Uhr. Keine Ahnung, wie ich jetzt mein... Wann muss ich nachher los? Kannst mir selber einteilen. Heute nichts fix. Morgen ist fix. Ich schau mal.
Yo, Mann, voll geil. Nee, so gefällt mir das nicht von außen. Fendenisch, alte Spalte, alte Vorort, was geht? Was treibst du? Ein bisschen nachts cruisen hier. Wie immer. Okay. Perfekt. Geiles Timing, Mann. Geiles Timing. Schön. Schön. Schön, schön, schön.
Ja, wie immer sagst du, ja, bei mir, ich weiß nicht, bei mir, ich, ja, das kannst du im Titel sehen, keine Ahnung, was soll ich sagen? Mal schauen, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich jetzt noch weiterfahren soll, was anders machen soll. Ist nett, so zu fahren, aber auch nicht das Spannendste, muss ich sagen. Mal gucken. Zumindest hat es ein bisschen abgekühlt. Fenris. Manchmal sagen, dass ich mit wem ich rede. Mein neues Auto mit dem vorhin. Oh, echt, das hat das so. Oh, das, der muss ja echt im Heck krass sein, wenn er so viel Fliegen hat. 1,59. Mit dem vorhin Jens viel gefahren ist. Leise sein. So weit hinten ist der. Bis jetzt die Autos, wo ich hatte, waren immer ganz weit vorne. Nie, ich habe nie warten müssen. So, jetzt muss ich erstmal die erste Runde überhaupt hier Force Feedback einstellen. Doch wieder so ein knastes Ding hier. Alter. Ja. Hört sich interessant. Ähnlich wie der Aston. Immer noch fürs Force Feedback ändern. Wow. Wie der beschleunigt aus dem zweiten. Alter. Schon eine Jone. Das ist ein tolles Ding. Schönes Biest. Schöner Focht. Ich muss sagen, ich finde GTE schon ultra krass. Doch nochmal super Steigerung zur GT3. Sector 2 time is good.
Rasses Heck. Ruhiger als der Aston Martin irgendwie. Ich fand, dass der Aston Martin schwerer war zu fahren als der hier. Der ist voll entspannt. Zu stark gedreht. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich, sag ich mal, lass nicht sagen, Lust zu fahren habe ich schon. Aber nicht allein, muss ich sagen. Um jetzt was anderes spielen, bin ich zu. Nein, da mag ich auch nicht. Was anderes spielen, mir Freunde suchen. Auch gar kein Bock grad. Damit meine, vielleicht irgendein Spiel join oder irgendein Server join, wo ich dann vielleicht im Auto nicht zurechtkomme, was man üben müsste. Auch kein Bock. Das bin ich jetzt zu müde, dann mache ich dann das lieber doch. Ich bin zu früh gebremst hier.
ziemlich quick. Boah, in der Kurve bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin da immer. Ich kriege das mittlerweile nur noch. Und hier mache ich auch ganz langsam. Verliere ich die Zeit zwar, aber das ist nicht so schlimm. Dann verbessere mich halt nicht. Ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt eine gute Zeit gemacht. Und das ist okay. Oder für mich halt. Die jetzige Zeit wäre eine Sekunde schneller gewesen, aber. Och! Du, das ist mir alles nicht mehr so wichtig. Schade, so lange gezahlt hier. Okay. Dann, ich glaube, ich mache an der Stelle ein Päuschen mit dem Fahren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was sagt ihr? Wenn jetzt 5 schreiben, hey, komm, Gags, fahr weiter, mache ich weiter. Wenn nicht, dann mache ich ein Päuschen hier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Keiner geschrieben, kein Interesse. Dann kann ich ja gehen. Dankeschön. So, immer Zuschauervoting entscheide bei mir. Immer nur Zuschauervoting. So, was mache ich jetzt? Gehe ich einfach ins Just Sleeping und schaue privat einen spannenden Film oder so, weil. Schaut doch auch keiner YouTube mehr irgendwas mit, von daher. Keine Ahnung. Ich stehe erstmal auf von hier. Das Lenkrad ausgemacht. Tu meine Ines rein, die anderen jetzt wieder. Die ich so toll finde. Die gehen zum Glück gerade wieder, dann kann ich hin und her switchen zwischen den beiden. So. Naja, das war das Mikrofon, mache ich auch an. Halt wie immer. Ja. Who cares? Ich mach's halt an. Was soll ich machen? So. Jetzt halt. Zack, das Mikrofon an. Ich mache hier den Fernseher aus. Obwohl es ja eigentlich Monitor ist, ich kann es nicht ausmachen, weil ich komme nicht dahin. Der geht schon aus. Der geht schon aus irgendwie. Keine Ahnung. Ich komme mit den Fingern nicht unter die Tastatur und unter den Monitor. Und das ist halt akrobatisch nicht möglich für mich. Weil ich jetzt wieder so starken Husten habe, nehme ich meine scheiß Tabletten mit. Monitor ist immer noch an. Numpad nehme ich mit. Ja. Gut. Nochmal die Chance. Hallo, ist jemand da? Schauen wir mal. 10 Sekunden. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keiner da geschrieben? Keiner da? Okay. Na gut. Bock. Schön. Was schaust du denn? Doch. Was? Keine Ahnung. Was möchtest du denn schauen? Hast du denn Bock? Hast du einen Vorschlag? Guck mal zusammen. Gucken wir zusammen.
So, hab's geschafft, den Monitor auszumachen in der Küche. Yay, Progress ist da. Ja. Dann mache ich das Licht in der Küche auch aus. Tja, dann haben wir das auch hinter uns. So. Ja. Ach. Was haben wir denn hier? Trotzdem noch warm hier, oder? Ja, geht. Okay. Ja, hallo? Stellst du? Kein Plan, es gibt nicht so wirklich was Neues. Oh ja, irgendein Pipi hat immer irgendwas zu erzählen, was eigentlich unwichtig ist, aber er erzählt es trotzdem, damit wir halt unterhalten werden. Das ist ja okay, weißt du? Labern die halt. Wir beschweren uns, dass wir das nicht sehen wollen, schauen es trotzdem und sind halt unterhalten, ne? Also im Endeffekt ist es halt ein Win-Win für alle. Ich schaue nur, welcher Tag das hier ist, damit ich es richtig benennen kann. F. AC ist da. Ne, Cut. Zitokorsa Cut. Tag 26 ist das sogar. Zitokorsa Tag 26. Da schau her. Ich sortiere nur kurz was und dann können wir mal schauen. Habe ich die Aufnahme beendet? Nee.